Gelungene Premiere. Über 40 Teams mit Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 17 Jahren spielen dieses Wochenende auf Beach Mitte um den Titel der allerersten Jugend-Beach-Serie. Also mir hat wirklich das Spielen am meisten Spaß gemacht, einfach weil es ist halt draußen, Beach mag ich so. Ist zwar ein bisschen heiß heute, aber hat trotzdem viel Spaß gemacht. Ziel der Jugend-Beach-Serie von Inches Plus und dem Volleyballverband Berlin ist es vor allem, die Kinder an den Beachvolleyball heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch abseits der Landesmeisterschaften ihr Können unter Wettkampfbedingungen zu demonstrieren. Man spielt halt im Team und es ist cool, weil Volleyball ist auch ein Teamsport und dass man sich gegenseitig unterstützt. Die Resonanz spricht für sich. Größer als gedacht ist der Ansturm auf die 4 Turniere, die die Serie für die Altersklassen U12 bis U14 und U15 bis U18 beinhaltet. Und natürlich erhofft sich jeder am Finaltag noch einmal alles zeigen zu können. Und das geht hier am besten. Beach Mitte bietet die besten Bedingungen für alle Beachvolleyball-Fans. Wenn ihr also auch Bock auf Sommerfeeling habt, dann kommt doch einfach vorbei und probiert euch selbst aus. Mit über 50 Courts ist der Spaß garantiert und das gilt auch für unsere Nachwuchsvolleyballer. Also ich fand es halt toll, dass wenn wir halt mal einen Fehler machen heute, dass wir halt jetzt eigentlich anmeckern oder so, sondern dass wir halt immer dann, ich sag jetzt mal sagen, hey, nicht schlimm, komm, den nächsten haben wir oder so. Und auch für das richtige Rahmenprogramm ist gesorgt. Sind die Kids gerade einmal nicht in Aktion, stehen Aktivitäten wie Tauziehen oder Zielwerfen für Familie und Freunde auf dem Programm. Außerdem übernehmen die Kids gegenseitig das Amt des Schiedsrichter. Ein rundum gelungenes Turnier also. Ja, sensationell. Also ja, super Stimmung. Die Kids haben richtig Spaß. Wir haben hier vorne ja noch so ein Feld, wo sie noch andere Aktionen machen können und so weiter. Ja, passt sehr schön. Trotzdem möchten wir euch die Siegerinnen und Sieger nicht vorenthalten. Und deswegen hier noch einmal ein kurzer Überblick. Aufgrund der hohen Temperaturen haben sich einige Teams auf geteilte dritte Plätze verständigt. Also ein erfolgreicher Auftakt für die Jugend-Beach-Serie von Inches Plus und dem Berliner Volleyballverband. Nächstes Jahr mit hoffentlich genauso vielen begeisterten Kids und Jugendlichen und dann natürlich wieder bei Beach Mitte.